Herzlich willkommen, dass ihr da seid. Silbermond ist bei uns, wir freuen uns riesig. Wir uns auch, hallo. Wir uns auch. Dank. Und ihr habt ein ganz tolles Album mitgebracht und ich möchte direkt anfangen, über das Cover zu reden, weil es mich so beeindruckt hat. Oh, toll. Unglaublich, ich zeige es auch noch mal ganz kurz. Und hier vorne, was ist denn das? Das Album heißt Schritte. Und ja. Deswegen habe ich natürlich überlegt, okay, was könnte diese Zahl bedeuten? Ist das ein Schrittzähler? Könnt ihr mir sagen? Was denkst du? Also okay, du sagst Schrittzähler. Schrittzähler. Ich lasse es mal hier vorne, genau. Ist gar nicht so was denkst doof du, gedacht. Was denke ich? Nein, du kannst das immer so schön erklären. Nee, ich kann es ganz schlecht erklären. Also es sind 1200, ich muss nochmal lunchen, 1263, oder was? Schritte. Seit dem, also wir haben von dem ersten Ton an, den wir für diese Platte geschrieben haben, bis zur Veröffentlichung genau diese Anzahl an Tagen gebraucht. Ja, und das ist die Zahl. Und Thomas hat das wahnsinnig toll ausgerechnet. Ich weiß nicht wie, aber er hat es ausgerechnet, wie viele Tage das waren. Ich habe gerade überlegt, das ist eigentlich eine boring Antwort, ne? Man müsste irgendwas anderes. Ja, eigentlich ist es eine boring Antwort. Eigentlich müsste irgendwas noch Mystischeres dahinter stecken. Aber 1263 Kaugummis oder so. Ah, okay. Verbraucht. Aber es ist krass, wir wurden noch nie so oft auf ein Cover angesprochen wie auf das. Wahrscheinlich, weil wir sonst. Es geht immer eigentlich nur ums Cover, gar nicht um die Mucke. Genau. Wir sind schon ganz irritiert. Ja, weil es so schön ist. Ist wirklich, das freut uns. Wir werden es auch unserem Grafiker weiterleiten. Es ist wirklich, wir sind jetzt ein paar Wochen unterwegs schon und in jedem Interview geht es ums Cover. Das war noch nie so, aber es freut uns auch total, weil es ist ja ein Gesamtkunstwerk. Ne? Und deswegen ist das ja ein ganz großes Ereignis. Ich habe auch das Wort Kunstwerk mir überlegt, weil es tut mir leid, ich habe noch eine Frage zum Cover. Es sieht einfach so wahnsinnig bunt aus und aber auch gleichzeitig irgendwo diese Symmetrien und so weiter. Was will uns das sagen? Was habt ihr euch gedacht? Habt ihr das selber gemacht? Also es ist tatsächlich so, dass wir wirklich einen Freund haben, wie gesagt, der Grafiker ist, mit dem wir jetzt schon einige Jahre zusammenarbeiten. Und dem haben wir einfach die Demos gegeben, wirklich die ersten Versionen der Songs und haben gesagt, okay, was fällt dir ein? Welche Bilder hast du im Kopf? Und dann kam so eine Mail zurück mit so ganz floralen Sachen und Blumen und wir dachten so, okay, wow, das ist ganz anders. Und im zweiten Moment war es so wirklich Liebe auf den ersten Blick, weil die Songs und der Sound auf der Platte halt auch sehr, sehr luftig sind. Blumen haben ja auch was von Leben, ne? Und sie verwelken aber auch. Es geht auf der Platte auch um auch um Vergänglichkeit, um das Thema Lebenszeit, um diesen Circle of Life so ein bisschen, ne? Etwas fängt an, etwas geht im Kreislauf, hört vielleicht irgendwann auf, wir alle machen Schritte, treffen Entscheidungen und so. Deswegen hatten wir das Gefühl, dass die Platte oder dass diese Grafik das auch gut auffängt, weißt du? Der Sound auf der Platte ist sehr luftig, sehr frei und ja, deswegen auch ein etwas wilderes Cover. Sehr, sehr schön. Du hast gerade selber schon gesagt, es ist ein bisschen anders dieses Mal. Ich würde sagen, auch sehr ehrlich, das Album. Wir reden jetzt auch endlich über die Musik. Nein, du kannst noch 10 Fragen über das Cover stellen. War das der Plan? Habt ihr gesagt, so und jetzt machen wir was ganz, ganz Ehrliches. Wir wollen diesmal mehr, ruhiger vielleicht sogar werden, hatte ich den Eindruck. Was war die Idee, als ihr angefangen habt für dieses Album? Ja, du fängst natürlich erstmal an, du hast halt Demos, Lieder, dann fängst du erstmal an, aber manchmal hat man auch noch gar nicht so richtig den Plan, ne? Noch nicht so einen richtigen Leitmotiv. Dann verirrt man sich auch mal, stößt an und dann muss man sich wieder neu orientieren. Und wir haben dann irgendwann gemerkt, so, dass wir, was wir so angefangen haben, dass es nicht so richtig funzt. Und haben gesagt, wir müssen halt einfach wirklich wieder zu uns zurück, es muss ehrlicher sein, natürlicher, roher, weil wir sind Musiker und wir können Instrumente ganz gut spielen, so denke ich mal. Deswegen brauchen wir jetzt nicht eine elektronische Unterstützung. So. Und das haben wir ganz schnell gemerkt und hatten halt dann dieses Leitmotiv, dass wir ein bisschen im Sinne der Hippies musizieren, dass es alles sehr handgemacht ist, sehr nah, sehr natürlich und sehr natürlich ist. Und deswegen wirkt es auch sehr echt. Mhm. Und für uns ist es auch ein, wir sagen mal gerne, nacktes Album, weil es wirklich auch sehr persönliche Geschichten drauf sind und weil man auch alles so sehr klar hört und sieht. Mhm, da stimme ich zu, auf jeden Fall. Deswegen habe ich mich auch ein bisschen gefragt, warum der Song Mein Osten nicht drauf ist auf dem Album. Mhm. Gibt es da eine Erklärung? Ja, Mein Osten war ja so ein bisschen so ein Einzeltrack für sich. Ich nenne ihn gerne so den Lonesome Rider, der so ein bisschen wirklich alleine steht, weil Mein Osten ist wirklich sehr speziell, geht ja unsere Heimatstadt, geht um unsere Heimatstadt, da wollten wir wirklich mal Sachen aufschreiben, die uns da, was das Thema angeht, am Herzen liegen. Und das Lied hat fast 2 Jahre gebraucht, bis es fertig geworden ist. Wir haben wirklich mit diesem Lied etliche Runden an Familientischen und an Freunden, ne,
an Abenden, wo wir mit Freunden zusammengesessen waren, irgendwie mit diesem Lied verbracht und haben uns einfach geschworen, wenn wir es jemals schaffen, das so fertig zu bekommen, dass wir auch damit zufrieden sind, dann schmeißen wir es einfach raus. Egal, unabhängig von einem Album, unabhängig, wie weit wir mit der neuen Platte sind oder nicht. Und deswegen war das von Anfang an klar, dass Mein Osten auch nicht mit auf die neue Platte kommt. Okay, verstehe. Das heißt, meine nächste Frage wäre jetzt sowas wie, es sind ja genau 10 Songs drauf. Hattet ihr da das Ziel, es müssen genau 10 sein, keiner mehr, keiner weniger? Oder wieso sind es 10 geworden? Nee, wir hatten eigentlich auch 12 Songs drauf, die haben wir haben dann 2 runtergehauen, so kurz vor knapp. Ich glaube, wir hatten so ein Zeitfenster von 4 Stunden oder so. Aber das war für uns auch, für uns war es immer wichtig, dass das ein Album sich wirklich gut anfühlt, dass es homogen ist, dass nicht irgendwie ein Lied drauf ist, wo der eine ein bisschen weniger anfangen kann, sondern dass man einfach so stolz zurückblickt und sagt, hey, das ist jetzt ein Album, wo kein Lied so mehr runter kann. Also es ist erst was perfekt, wenn man nichts mehr weglassen kann. Und für uns ist es jetzt so, das sind halt 10 Geschichten, die jede Geschichte ist halt einzeln, individuell und auch persönlich und es wiederholt sich auch nicht. Und das deswegen halt 10 Lieder. Mhm. Ich habe schon gedacht, vielleicht ist 10 auch sowas wie eure Glückszahl jetzt irgendwie. Nee. Aber vielleicht wird es ja jetzt unsere Glückszahl. Genau. Das könnte ja auch noch sein. Genau. Gehen wir doch mal direkt auf den ersten Song ein. Ist das eigentlich eine Fibonacci-Zahl? Nee, ne? Ich glaube, Fibonacci. Aus der Fibonacci-Folge. Aber nee, ist es nicht. Aber 11 wäre dann 11 wieder. 11 wäre es, ne? Oder? Kann das jemand das jetzt? Wir recherchieren das nochmal. Okay. Aber sehr interessant. Ist interessant, ne? Finde ich auch. Ja, zu eurem ersten Song auf der Platte, auch Namensgeber, sage ich jetzt mal, Schritte. Wieso ist das quasi der Name auch dann geworden? Also Name und erste Single, gleicher Name. Der Song ist ja praktisch so ein bisschen wie so eine gesungene Biografie von mir. Aber irgendwie ist es auch die Geschichte der Band, weil wir uns ja wahnsinnig früh kennengelernt haben, noch als wir 14 waren. Und der Song sollte, also die Platte sollte auch so heißen wie der Song, weil alles, was wir auf dieser Platte beschreiben, sind Dinge, die uns die letzten 2,5 Jahre beschäftigt haben, wo wir teilweise auch zurückschauen, wo wir ins Jetzt schauen, wo wir auch nach vorne gucken. Und ich glaube, das kennen wir alle im Leben, dass wir Entscheidungen treffen. Manchmal welche, die uns nach vorne bringen, manchmal welche, die uns zurückwerfen. Manchmal tun solche Entscheidungen weh, manchmal tun sie uns gut. Und das alles sind Dinge, die uns ja im Leben wahnsinnig prägen. Und jedes Lied auf dieser Platte sind halt Geschichten, die wir selber erlebt haben und die uns auf eine gewisse Art und Weise geprägt haben. Und deswegen gab es eigentlich keinen besseren Namen für diese Platte. Was ich sehr, sehr gut finde, ist, dass, so habe ich zumindest verstanden, dass Schritte nicht wertet. Also es gibt ja, ich sage jetzt ganz salopp mal, es gibt ja positive und negative Erlebnisse, Schritte. Und war das auch eure Intention, einfach zu sagen, okay, wir wissen jetzt einfach noch nicht so genau, was sind gute, was sind schlechte. Deswegen Schritte sind einfach alle sozusagen Schritte unseres Lebens. Ja, ne, Schritte sind ja auch Erfahrungen. Und es gibt so einen schönen Spruch, Erfahrung ist das, was man bekommt, was man nicht wollte. Ne? So, aber deswegen sind Schritte, Fehltritte halt auch ganz gut, weil die dich auch wohin führen, wo du nie gedacht hast, dass du da hinkommst. Ne? Du gehst in ein Restaurant, es hat nicht geschmeckt und gehst halt nächstes Mal in ein anderes, deswegen. Und das ist noch viel geiler als das, wo du eigentlich hin wolltest, wo du dachtest, das ist gut. Ja, ist das jetzt eine gute Erklärung? Du hast es gut, ist ein philosophischer Ansatz, aber der ist schön. Genau, und so ist es auch in der Musik. Ne? Du musst dich auch manchmal verrennen, um dann zu wissen, was du willst. Okay. Philosophie ist ein gutes Stichwort. Weil bei Was Freiheit ist, da gibt es einen Satz. Gerade frage ich mich, wie Freiheit schmeckt. Ich finde den sehr... Freiheit schmeckt? Mhm. Nee, gerade frage ich mich, wie frei bin ich eigentlich? Aber wie Freiheit schmeckt doch auch. Nee, schmeckt nicht. Warte, jetzt muss ich selber zitieren. Nee, aber es ist nicht so schlimm. Warte. Na, dann frage ich mich, wie frei bin ich eigentlich? Oder was Freiheit ist. Das sind die 2 Zeilen. Oh, das ist ja Wahnsinn. Ja. Habe ich genuschelt? Habe ich etwa, das kann durchaus sein. Ich muss dich aber schützen, es ist manchmal schwierig. Ja, es ist wirklich, es liegt auf keinen Fall an dir. Einige Leute denken immer noch, dass ich bei irgendwas bleibt singe. Weißt schon, was ist die Teile, die immer falsch verstehen? Schweren Zeit. Genau, in dieser schweren Zeit. Das stimmt aber nicht. Ich singe in dieser schnellen Zeit. Schnellen Zeit.
Ne? Ah, aber okay. Es liegt rein an mir. Es liegt nicht an dir, es liegt einfach an meiner Nuscheligkeit. Ich werde es aber trotzdem nochmal nachhören. Aber vielleicht passt deine Frage trotzdem. Vielleicht passt deine Frage trotzdem. Wie schmeckt trotzdem. Denn Freiheit? Das ist eine gute Frage. Die Frage wollte ich euch nämlich geben. Habt ihr gefunden, wie Freiheit schmeckt oder was Freiheit ist? Wie schmeckt Freiheit? Vanilleeis. Vanille. Manchmal könnte das Vanilleeis sein. Manchmal ist es auch ein guter Wein. Oder? Ich finde Meerwasser. Meerwasser, weil das Meer, wir kommen ja aus dem Meer. Wir sind ja eigentlich Fische noch. Manchmal. Aber ich finde, wenn man so surft oder man badet im Meer und man verschluckt mal so Meerwasser, das ist irgendwie, das schmeckt nach Freiheit. Es riecht ja auch am Meer gleich nach Freiheit. Ich finde es furchtbar. Ja? Meerwasser, ich finde es ganz furchtbar, wenn das Wasser salzig ist. Ich finde es echt doof. Ich liebe das Wasser, das Meer, aber ich hasse Salzwasser. Was macht man da? Da darf ich nur noch in Süßwasserseen baden gehen. Aber du salzt dein Essen immer so stark und hasst ja, das Meer. Ja, genau. Ich liebe Salz, aber ich hasse Salzwasser. Das ist total absurd. Wie kommen wir eigentlich von was Freiheit ist, jetzt auf Salzwasser? Ja. Das ist die Frage. Nein, aber das Thema Freiheit, weißt du, ich glaube, in dem Moment, wo wir alle über wann fühlen wir uns frei, wenn der Chef uns freigibt oder wenn, weißt du, man merkt dann relativ schnell, dass das, was wir als Freiheit bezeichnen, vielleicht manchmal sogar einfach Luxus, ein Luxusthema ist. Mhm. Es gibt Menschen, wenn die über Freiheit sprechen, dann geht es über Leben und Tod oder geht es um Leben und Tod. Und das ist, glaube ich, so diese Spanne von Freiheit, wo ich mir manchmal denke, Mensch, nehmen wir es manchmal zu selbstverständlich, was wir eigentlich hier haben. Ist das eigentlich auch das, was der Song so ein bisschen ansprechen soll? Dass wir da ein bisschen tiefer drüber nachdenken, also auch gerade die letzte Passage? Ist auf alle Fälle ein Teilaspekt, ja. Es geht, glaube ich, um kleine und große Momente, die auch das Leben ausmachen. Ja. Würdet ihr sagen, dass ihr als Band auch irgendwo eine Verantwortung habt in der Öffentlichkeit, dass man sich ein bisschen zumindest politisch äußern darf? Und wenn es nur andeutungsweise ist, was sagt ihr dazu? Also dürfen kann man alles. Und können tut man auch alles, aber ich finde, man muss nichts. Also es ist, wurden wir jetzt schon sehr, sehr oft darauf angesprochen, was muss Musik oder Kunst, was kann das? Und ich denke so, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, weil wir sind doch alle froh, dass es niemanden mehr gibt, der Texte zensiert oder der uns vorschreibt, was wir zu schreiben haben und was nicht. Ne? Kunst ist frei und da sind wir doch alle sehr, sehr froh drüber. Deswegen finde ich, müssen wir auch da ein bisschen locker sein und auch sagen, wenn Künstler sich äußern, ist es okay und wenn sie sich dafür entschieden haben, das nicht zu tun, dann nicht. Ne? Und es gibt auch irgendwie einen Künstler, den ich kenne, der gesagt hat, ey, wenn die Leute mal ein Ticket kaufen, ne, dann gehe ich auf die Bühne und dann bin ich Entertainer. Und das ist toll, das ist meine Aufgabe. Das hält mich ja aber nicht davon ab, dass wenn ich von der Bühne runtergehe, dass ich dann ein politischer Mensch bin und mich engagiere. Und das finde ich dann auch gut, weißt du? Mhm. Und wir engagieren uns halt schon immer, wir haben das nie hinterfragt. Wir waren schon, als wir eine Coverband waren und gefragt wurden, ob wir auf einer Demo gegen rechts spielen, haben wir gesagt, natürlich machen wir das. Ne? Und wie gesagt, ich finde es aber andersrum, muss es auch okay sein. Mhm. Dann der vorletzte Song, der so heißt wie ihr, Silbermond, der ist ja auch sehr, sehr politisch, wenn ich das so sagen darf. Wie kam es dazu, dass ihr gesagt habt, und der kriegt jetzt unseren Namen, sozusagen? Eine gute Frage. Wir haben schon lange mal überlegt, ein Lied zu machen mit unserem eigenen Namen. Das klingt jetzt ein bisschen doof, aber ist so. Es gibt gar nicht so viele Bands, die ihren Bandnamen als Song haben. Eigentlich zwei, wie wir jetzt rausgefunden haben, Rammstein also, und wir. Rammstein und wir. Genau, Rammstein und wir haben sehr viele Parallelen, zum Beispiel das. Und wie kam es dazu? Ich finde es immer schwierig, manche Lieder so zu erklären. Ich finde, es ist immer ganz gut, wenn man das so selber entdeckt. Das ist auch bei dem Lied so. Weil jeder saugt sich so auch ein bisschen so seinen eigenen Teil raus. Der ist auch sehr konkret. Deswegen, ich streue mich dann immer manchmal, diesen Song zu erklären. Weil ich hatte mal so ein Erlebnis. Ich hatte ein Lied, das habe ich total geliebt. Das habe ich im Urlaub immer gehört. Und dann hat die Sängerin irgendwann erklärt, um was es da eigentlich geht. Oh nein, und dann war die Liebe vorbei. Es ging um ihre beste Freundin, mit der sie sich manchmal zankt. Und sobald ich dann das Lied gehört habe, sah ich dann einfach zwei zankende Mädchen. Und deswegen, ich finde es manchmal halt einfach schön, wenn man es so offen lässt und jeder so seinen eigenen Teil herauspickt. Und deswegen muss man das Lied jetzt gar nicht so erklären, hoffe ich. Verstehe, okay. Ja. Dass so ein bisschen die Magie auch bleibt. Genau, dass die Magie bleibt, genau. Okay, verstehe ich. Darf ich sozusagen, ich mach's jetzt einfach mal, darf ich zum Herzstück eures Albums kommen? Mhm. Zum Herzstück? Jetzt bin ich ja mal gespannt. Genau, es geht um in meine Erinnerung. Ich nenne es mit Absicht Herzstück, weil es hat mich sehr berührt und ich glaube,
mitbekommen zu haben, dass es viele sehr berührt hat. Und deswegen frage ich euch, ist es für euch auch das Herzstück dieses Albums? Es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Teil und für mich natürlich ein sehr emotionaler Teil. Mich hat jemand gefragt, ob das schwierig ist, wenn man solche persönlichen Erfahrungen, also ob es schwer ist, solche persönlichen Erfahrungen aufzuschreiben. Und dann habe ich gesagt, ey, ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Menschen da draußen, die das auch schon erlebt haben, dass sie jemand verloren haben und dass sie versucht haben, irgendwie damit umzugehen. Und ich war halt noch sehr jung, als ich meinen Vater verloren habe. Es war in der Zeit, wo ich, glaube ich, 1000 andere Sachen im Kopf hatte. Es war kurz vor meinem Abi, es war ein paar Monate, bevor wir mit der Band nach Berlin gezogen sind. Und in so einer Situation versucht man dafür so einen Platz zu finden in sich, wo man irgendwie damit klarkommt, weißt du, wo man versucht, da irgendwie das irgendwie so zu verpacken, dass es nicht gleich wieder an die Oberfläche ploppt. Und ich glaube, jetzt gab es aber einfach wieder einen Moment während unserer Albumproduktion, weil wir wirklich in der Zeit, wo wir die Songs aufgenommen haben, sind 4 Menschen in unserem engeren Umfeld gestorben. Es ist ein kleines neues Leben dazugekommen und du guckst so auf die Situation und plötzlich fragst du dich, okay, wir alle wissen, wann das Leben anfängt, aber wir alle wissen nicht, wo es aufhört oder wie es aufhört. Und wir alle verschleppen manchmal so unsere Lebenszeit, ne? Und sagen, ey, komm, lass doch nächste Woche machen oder ich habe gerade keine Zeit, es ist echt eine stressige Woche, komm, wir verschieben das nochmal. Und dabei haben wir es doch jetzt noch in der Hand. Wir haben es jetzt in der Hand, mit unseren Leuten eine gute Zeit zu schaffen und gute Erinnerungen zu schaffen, die uns bleiben, wenn wir vielleicht nicht mehr da sind. Und das ist das, was es mir auch einfach macht, den Song mit den Leuten zu teilen, weißt du, weil das doch das ist, was uns jetzt ein Begleiter sein kann, dass wir es noch in der Hand haben und dass es dann uns vielleicht auch leichter fällt, mit solchen Erinnerungen irgendwie gut umzugehen. Hm. Krasse Worte, ja. Mhm. Ist es sehr schwer, das live zu performen oder ist es einfacher im Studio für dich? Tatsächlich war das so, dass wir im Studio ja live zusammen eingespielt haben und die Jungs sehr tapfer waren, die haben sehr tapfer immer das Lied zu Ende gespielt, auch wenn sie gemerkt haben, dass ich zwischendurch einfach mal die Hälfte des Songs nicht dabei war. Es ist ganz komisch, man fragt sich ja, warum man das nach 15 Jahren noch so anfasst, aber solche Sachen gehen ja nicht weg, weißt du, egal wie viel Zeit da drüber wächst, es ist ja trotzdem noch da, ne? Und ich habe so das Gefühl, dass die Zeit, die ich brauchte, da in mir so einen Platz zu finden, die brauche ich jetzt auch, um das jetzt live zu singen. Ich merke, dass es mir leichter fällt, wenn wenige Leute im Raum sind. Dann geht es schon mal gut, dass ich es mal durchsingen kann. Wenn ich mich eben auch an diesem positiven Gedanken festhalte. Dann habe ich aber festgestellt, okay, bei der Tour werden vielleicht ein paar Leute kommen. Da muss ich noch ein bisschen gucken. Aber es ist ja so, dass die Leute das ja auch so unglaublich schön teilen. Ich freue mich über die ganzen Geschichten, die gerade kommen. Manchmal heule ich auch einfach los, wenn ich das lese, was die Leute dazu schreiben, und denkst du, die sind vielleicht 1000-mal stärker als ich, weil sie vielleicht noch 1000-mal schlimmere Schicksale miterleben mussten. Und dann denke ich so, es ist gut, dass es dieses Lied gibt und ich freue mich total, dass das mit auf die Bühne darf. Worauf wir total stolz sind, ist ja wirklich ein trauriges Thema, aber wir haben es geschafft, so ein schweres Thema so zu machen, dass es Hoffnung gibt. Also es schreiben ganz viele, dass das Lied jetzt in dieser schweren Zeit Hoffnung gibt. Und darauf kann man wirklich stolz sein, weil es ist ja auch immer ambivalent, dieses Gefühl. Und deswegen kommen auch so viele Reaktionen. Also wir hatten noch nie so viele Reaktionen und wirklich persönliche Geschichten auf dem Lied. Also teilweise halten die Leute rechts an mit dem Auto, wenn sie im Radio den Song hören und schreiben uns dann gleich, hey, ich habe gerade das Lied gehört, du musst da rechts ranfahren. Das ist schon echt beeindruckend. Mhm. Das glaube ich sofort. Macht das denn vielleicht dann auch was mit euch als Band? Hat es euch auch nochmal verändert? Verändert nicht. Also es sind schon wirklich sehr, also das sind wirklich sehr berührende Geschichten dabei, die ich auch in der Form als Musiker auch noch nicht so erlebt habe oder gelesen habe. Das ist schon ein neuer Aspekt in unserer Bandgeschichte, weil es ist wirklich sehr nah und sehr privat. Also mir kommen auch manchmal die Tränchen, wenn ich dann so Geschichten lese. Das ist wirklich krass. Mhm. Kommen wir zu einem weiteren Song, den ich sehr, sehr, sehr schön finde. Da geht es, glaube ich, auch viel um dich, um deine Erfahrungen, auch mit dem neuen Leben sozusagen. Hand aufs Herz.
Ja. Ja, willst du dir damit irgendwie selber eine Botschaft für die Zukunft geben oder deinem Kind? Ich glaube, Hand aufs Herz ist so ein Lied, was man nicht so planen konnte. Ne? Ich glaube, so viele, die Eltern werden, nehmen sich so Sachen vor oder ne, und dann kommt sowieso alles anders, als man denkt. Aber es macht halt einfach total was mit dir. Es ist mit Abstand bestimmt das Verrückteste, was mir je passiert ist. Also ich dachte mal, ich bin tough und ich bin ein Scheiß, bin ich. Also wirklich, das ist ja abgefahren. Und dann kommen dir halt so plötzlich so Gedanken in ganz vielen Situationen. Ich habe das Gefühl, du musst jeden Tag neu immer wieder Entscheidungen treffen und einfach Situation in Situation einfach, weil du bist die jetzt treffen muss. Das nimmt dir keiner ab und du bist einfach für diesen kleinen Wurm verantwortlich und willst es natürlich auch so gut wie möglich machen. Und dass da natürlich Gedanken kommen, dass du vielleicht Angst davor hast, die falsche Entscheidung zu treffen, dass du Dinge falsch machst, dass du auch plötzlich irgendwie an deine eigene Kindheit zurückdenkst. Wie war das eigentlich? Wie waren deine Eltern eigentlich zu dir? Wow, hat deine Mutter eigentlich einen toughen Job gemacht? Und wie toll hat sie das eigentlich mit dir gemacht? Mhm. Bist du jetzt auch so wie deine Mutter? Willst du so sein? Oder eigentlich willst du vielleicht ein paar Sachen anders machen? Mhm. Das sind alles so Gedanken, die aufkommen und die, ja, glaube ich, jeder teilen kann. Aber auch, ich glaube, die kommen auch, wenn du kein Kind hast. Ne? Wirst du ja erwachsen, stehst mitten im Leben und überlegst dir irgendwann, wie haben dich denn eigentlich deine Eltern geprägt, ne? Und was haben die dir mitgegeben und was hast du jetzt daraus gemacht? Und das ist, glaube ich, auch so ein Thema, was einfach bei uns jetzt gerade so präsent auch ist. Und ich glaube vielleicht tatsächlich trotzdem auch in 10 Jahren oder sowas, wenn dein Kleiner sich das mal anhört, dass er dann, also ich denke jetzt zum Beispiel an so Sätze wie, halt mir den Finger auf den Mund, wenn ich jammer. Ich hoffe, ich habe den Teil richtig. Das ist richtig, ja, das ist wirklich. Genau, das ist ja schon auch so eine kleine, hey, ich richte das schon mal an meine zukünftige Familie, oder? Ja, ich hoffe, dass es ihm dann nicht peinlich ist, ne? Wenn er dann 15 ist und dann sieht, was wir für Musik machen, wird er wahrscheinlich denken, um Gottes Willen, erzählt ja niemandem, dass ihr mal so einen Song gemacht habt und dass es da um mich geht. Das wird wahrscheinlich eher so der Fall sein. Aber klar, ich denke so, ich habe so ganz oft nicht gesehen, was meine Mutter eigentlich so leistet. Ne? Als Kind interessiert es dich auch nicht, ehrlich gesagt. Da denkst du so, ey, kümmer dich, weißt du, ich bin jetzt hier. Und jetzt, so rückblickend, muss man wirklich sagen, wir denken manchmal heute, dass wir es schwer haben. Wir haben es vielleicht anders schwer in einigen Situationen und haben mit anderen Herausforderungen zu kämpfen oder machen uns anders Druck als die Eltern früher. Aber trotzdem haben sie uns in Situationen großgezogen und haben das gut gemeistert. Ne? Und da habe ich echt sehr, sehr großen Respekt davor. Weißt du, was ich heute früh dachte? Ich hatte heute ein bisschen Zeit. Ich bin seit 4:30 wach. Ich konnte nicht mehr schlafen. Oh Gott. Wir haben den ja mal so französisch so angedeutet. So, der klingt ja ein bisschen wie ein Chanson. Man muss den echt nochmal französisch einsingen. Das Lied, ja. Ja, das klang nämlich so schön. Wir haben ihn in Frankreich aufgenommen und da haben wir uns das kurz mal übersetzen lassen von dem Assistenten. Und es klang so schön französisch. Stimmt, Hand aufs Herz klang auf Französisch sehr, sehr schön. Wie so von Edith Piaf und Serge Gainsbourg irgendwie. Es war irgendwie ganz toll. Das müssen wir echt nochmal machen. Ja, vielleicht müssen wir das mal machen, genau. Und dann wären wir in Frankreich Superstars. Ja, ich würde ihn jetzt auch gerne mal auf Französisch. Das wäre doch schön, ja. Aber auch auf Deutsch. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Album geworden. Es ist ja auch direkt auf Platz 1 gegangen. Auch da nochmal herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Tausend Dank. Ihr habt sehr, sehr viel Positives. Wir haben eben schon drüber gesprochen. Es gab viele Reaktionen drauf. Und wie immer es ist, nicht nur positive. Da kam ein bisschen Kritik auf. Auch es wäre ein bisschen anders als sonst. Wie geht ihr mit solchen Leuten, oder nicht nur mit solchen Leuten, sondern auch allgemein mit Kritik um? Also wenn Leuten irgendwas nicht passt oder die sich was anderes von euch vorgestellt haben. Was sagt ihr da oder sagt ihr, braucht man gar nicht drauf antworten? Ich finde es ja völlig, völlig okay. Also ich kenne mich ja selber auch, wenn ich auch Musik höre von irgendwie Künstlern, die ich mag. Ne, jetzt das neue Coldplay-Album gehört. Ne? Also es ist super schön, man freut sich auf so eine Platte. Und es war echt ein schöner Moment, weil wir gestern so im Auto gefahren sind. Es war dunkel und ich habe die neue Platte gehört. Und man ist natürlich immer erstmal überrascht und muss sich erstmal reinhören, ne, und denkt so, okay, aber die Band, ich denke mir dann so, die Band hat sich bestimmt was dabei gedacht. Ne? Und ich finde es auch so, es gibt total viele Fans, die uns schon ganz, ganz lange begleiten, die gesagt haben, ey, wie schön, es berührt mich halt total. Einige Fans haben gesagt, Mensch, hätte mir ein bisschen mehr getan, gewünscht oder irgendwas. Und ich sage dann einfach, du, wenn es um getan geht, komm live vorbei, da hast du so eine Getanwand, die du da kriegst bei uns. Da musst du dir keine Sorgen machen. Ich finde es völlig okay. Also Musik ist und bleibt ja auch wirklich eine Emotion, die und auch so eine subjektive Empfindung, die du hast, ne? Und ich finde das völlig okay, wenn dann jemand sagt, Mensch, das Album
spricht mich mehr an oder hey, leichtes Gepäck war eigentlich eher meins oder so. Oder halt, hey, Schritte ist die beste Platte, die ihr bis jetzt gemacht habt. Ne? Also ich finde Letzteres natürlich am schönsten, aber Anderes kann ich auch verstehen. Aber ich finde es ein Kompliment, wenn jemand sagt, es ist anders. Weil nichts ist zermürbender, wenn wir immer das gleiche Album machen würden. Ne? Und es ist gar nicht so einfach, dass man anders ist, weil wir sind ja die, die schon seit Ewigkeiten zusammen Musik machen. Und man muss ja immer, wenn man Musik macht, neue Aspekte entdecken. Und das ist viel, viel schwieriger, als auf dem Alten so sich auszuruhen. Und deswegen ist es für mich eher ein Kompliment. Eben, eine Entwicklung zu machen, sich zu verändern, ist tendenziell absolut sehr, sehr gut, genau. Es wäre ganz schlimm, wenn ich jetzt noch die Klamotten tragen würde, die ich mit 17 gehabt habe. Es kommt ja alles wieder. Das wäre tatsächlich sehr lustig, wenn wir nochmal die Klamotten, wenn wir jetzt hier sitzen würden und nochmal die Klamotten anhätten von ne, damals. Aber bei dir hat sich ja nicht geändert. Wir haben jetzt vor kurzem mal einen sehr lustigen Bericht gesehen. Da war ich 14. Stimmt, ich musste so lachen, das war vor kurzem. Wir haben uns ja kennengelernt in so einem Jugendprojekt. Und dann war so ein Spieler, wo die mich gefilmt hatten damals in diesem Jugendprojekt. Und, ne, und ich hatte noch gar keine Ahnung vom Interviews geben und so. Das war sehr lustig. Da hat man uns gesehen, wie wir aussahen, als wir noch sehr jung waren. Aber lasst uns nicht darüber sprechen. Die nächste Frage bitte. Die nächste und letzte Frage wäre eine ganz allgemeine zu Social Media. Ganz, ganz viele Nachrichten erreichen euch natürlich auch über Social Media. Wie wichtig ist das für euch? Beantwortet ihr da viel oder sagt ihr, oh, wir brauchen da wirklich mittlerweile Auszeiten von? Ja, Andreas, was war dein erster Gedanke jetzt? Ist lustig, man fühlt sich mittlerweile ist es ein neuer Berufszweig. Also man ist nicht nur noch Musiker, man ist jetzt halt auch Social Media Manager, Experte. Es ist ja gut, also ich finde es ja großartig, weil du kannst natürlich sofort für dein Album, ich sag jetzt mal ganz hart, Werbung machen und sagen, hey, das ist jetzt draußen. Da hattest du ja früher nicht so die Chance. Nein, da warst du dann auf Plakate angewiesen, die sind teuer. Das kannst du ja alles kostenlos machen. Aber es frisst halt wirklich enorm viel Zeit, wenn man jetzt eine Zeit-Kosten-Rechnung machen würde. Das wäre schon. Also Novi war heute Morgen um 7 richtig begeistert, als ich ihm das Handy ins Gesicht gehalten habe und gesagt habe, guten Morgen! Genau, das ist schon. Aber es gibt Schlimmeres. Also ich find's gut, man kann halt sagen, hey, das Lied ist draußen. Oder man kann halt wirklich so ganz wunderschöne Nachrichten lesen, die man halt sonst nicht so hätte lesen können, ne? Per Post oder so. Ja, und ich glaube, es ist auch wirklich das, was man selber draus macht und wie man für sich entscheidet, wie man es nutzen will. Ne? Ich privat poste nichts. Also ich hab irgendwie einen Account nur für mich, wenn so privaten so Sachen, ein Speer-Account, den ich, ja, so ein kleiner Spitzel-Account, nee, wo ich selber einfach privat Dinge einfach nur verfolge, aber wo ich nichts schreibe oder poste. Ich finde es auch schön, wenn man für sich das Positive rauszieht, ne, was wir als Band nutzen können, diesen direkten Draht, die direkte Kommunikation, mal einfach zu schreiben, ey, wir sind heute Morgen live bei Radio Regenbogen, schaltet ein, was müsstest du sonst für Schleifen drehen, damit die das, musst du eine Woche vorher in der Zeitung ankündigen oder was? Dass wir hier sind, das ist ja auch Quatsch. Deswegen, sowas ist wunderbar. Ich glaube, man muss, ich habe das selber schon erlebt, dass du dann auf irgendwelchen Accounts bist, wo du denkst, boah, wie kriegen die denn das hin, dass die so und so das machen und ich glaube, man muss für sich seine Realität verfolgen, ne? Und nicht die, wo tausende Filter drüber sind. Und das sind so ein bisschen die Seiten, ne? Die man irgendwie ins Gleichgewicht bringen muss. Ich glaube auch, dass Social Media viele auch unzufrieden macht, weil man immer das bessere Leben sieht, ne, von den anderen. Das schönere, reichere, wundervolle Leben. Aber man hat ja selber ein gutes Leben und das vergisst man auch manchmal so. Und diese Typen, wo das so schön aussieht, das ist ja auch alles so wahnsinnig gefaked und unecht. Mhm. Ich glaube, wenn man das dann weiß, dann ist alles okay. Aber ich glaube, viele wissen auch nicht, dass es auch so ein bisschen fake ist. Und das ist dann so eine Gefahr. Und dann wird man schnell unzufrieden und unglücklich. Und das wollen wir alle nicht. Genau. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Das wollen wir alle nicht, genau. Wir wollen alle glücklich sein. Ja. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Ja, das war schön mit dir. Sehr danke. Schön. Ich danke euch. Wir haben jetzt auch Spaß gemacht. Und dann freue ich mich schon auf ein nächstes Mal. Ja, sehr, sehr gerne. Auf Tour, komm auf Tour vorbei. Ja, genau, du bist herzlich eingeladen. Genau. Genau, wir sind zufällig an einem wunderschönen Montag in Mannheim. Hast du montags frei? Nee, ne? Aber ich kann mir frei nehmen. Boah, das ist richtig cool. Oh, habt ihr gehört, bei Radio Regenbogen kann man sich extra frei nehmen für Konzerte. Ja, das oder ist super früher cool. Gehen. Es ist ja abends, also ich kann ja ein bisschen früher gehen und schaffe ich. Wir fangen schon 16 Uhr an. Nein, aber wir wollten halt Mannheim unbedingt mit auf die Liste nehmen. Und es war aber nur noch an einem Montag diese Halle frei. Und wir dachten, okay, entweder an einem Montag oder gar nicht. Also haben wir gesagt, wir fordern die Mannheimer raus, wir kommen an einem Montag und es wird der schönste Montag im Januar, den ihr euch vorstellen könnt. Dann kann eine Woche auch mal richtig schön anfangen. Ja, also kommt vorbei. Ja, ich danke euch sehr, dass ihr da wart. Danke, tschüssi. Tschüss.